Willkommen Leute zu einer Folge von Clash of Clans. Wie ihr seht, ich habe jetzt alles so gut wie fertig verbessert. Es kam halt lange keine Folge, weil wollt ihr mir zusehen, wie ich Verbesserungen mache oder was? Und ich mach mal kurz ein bisschen leiser. Ich habe halt die ganzen Sachen verbessert. Ich habe das nicht vergessen. Ich weiß, es ist lange kein Video mehr gekommen. Und ich glaube, sobald wir das Rathaus hier haben und die ganzen Sachen dann noch aufgebaut haben, dann werden wir auf jeden Fall ein paar mehr Folgen machen. Also dann kommen auf jeden Fall ein paar mehr Folgen. Ich habe das ja jetzt auch bald fertig, nur noch 1:55 und danach werden wir auch einen Clan gründen. Kostet halt 40.000 Gold oder so. Aber egal, das werde ich dann auf jeden Fall machen. Und dann könnt ihr auf Anfrage reinkommen. Ihr müsst dazu dann einen speziellen Code eingeben beim Anfragen. Aber das machen wir später, sobald wir den Clan aufgebaut haben. Ansonsten, ja, weiteres kann man nichts mehr bauen. Die Truppen sind gerade fleißig am Ausbilden. So. Und ich würde mal sagen, in etwa 30 Sekunden machen wir unseren ersten Angriff. Wie ihr seht, ich habe schon 106 Trophäen, wie auch immer. Ich habe nicht angegriffen, ich wurde wahrscheinlich angegriffen. Und, es gab ein Halloween-Update hier. Halloween-Hindernis, 25.000 Elixier. Das können wir wahrscheinlich noch nicht machen. Und die Beutekarre liegt hier auf dem Platz, wo der Händler eigentlich ist. Lassen wir die einfach mal da, sieht cool aus. Kann ich vielleicht als Thumbnail machen, überlege ich mir noch. Ja, die Lager sind voll, also die Truppenlager, dann suchen wir mal. Der hat schon einen Level 4 Clan. Ich glaube, den greife ich nicht an. Ich muss welche suchen, die mehr Elixier haben als Gold. Sieht aber gerade nicht so danach. Sieht nicht so danach aus. Nee. Soll ich den angreifen? Nee, lohnt sich nicht. Der ist schön. So. Dann Bogies hier noch verteilen. So, jetzt gehen die Riesen alle da auf den Bogenschützenturm. Und ich denke mal, das haben wir schon gewonnen. So, der Bogenschützenturm ist kaputt. Jetzt gibt es keine gegnerischen Verteidigung mehr. Hat der Bomben? Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, ab Level 3 bekommt man so kleine Bomben, die dann explodieren halt. Die können alle meine Bogenschützen töten. So, das Rathaus geht auch gleich kaputt. Dann bekommen wir noch einen Stern. Ja. Und jetzt noch die eine Goldmine und die Bauhütte. Und dann haben wir es geschafft. Und perfekt. 100% Sieg. 33 Pokale haben wir bekommen. Cool.
könnte natürlich auch hier Kobolde und Barbaren mitnehmen. Aber die Bogies, die haben halt eine Reichweite. Es gibt hier halt bei Verteidigung den Minenwerfer. Den haben schon ein paar Gegner. Und wenn dann da Barbaren sind, töten die halt die Barbaren mit einem Schuss. Und das ist natürlich nicht so toll. Deshalb, ja, mein Akku ist fast leer. Egal. Ja, die können halt die Barbaren direkt töten und deshalb nehme ich die nicht. Dann nehme ich lieber die Bogies, die ein bisschen Abstand halten und dann schießen. Drei Minuten noch, okay. Ich mache dann mal einen kurzen Cut, so 3 Minuten lang etwa. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. So Leute, da bin ich wieder. Die Truppen sind fertig, die hier sind auch schon so halb fertig, aber ich würde das hier gerne mal tauschen, damit die Lager besser geschützt sind, weil mein Goldlager ist jetzt schon voll und ja, ungeschützt wäre halt ein bisschen schlecht. Dann mache ich das noch so und vielleicht so. Ja, noch weiter in die Ecke. Dann so. So. Sieht doch schon besser aus. So, ich würde dann mal sagen, ja, wir greifen an. Die Truppen sind ja schon fertig. So. Ah, der lohnt sich nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Oh, der lohnt sich. Okay. 1, 2 hier, 1, 2 da. Bogies ums Dorf rum. Mist. Oh oh, ich glaube, das geht nach hinten los. Oh nö. Hätte klappen können. Schade. Schade, schade. Na gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Mir kommt da gerade ein Gedanke. Dieser Händler. Der hat hier diese Beutekarre auf seinem Platz. Vielleicht hat er mich beraubt. Um diese 215 Gold. Und ist danach abgehauen. Ah, nee, sowas macht er nicht. Vor allem, da waren vorher 4000 Gold und 4000 Elixier drin. Also ich wurde schon ein paar Mal angegriffen. Aber NPCs, also Leute, die in-game sind, die können sowas gar nicht machen. Übrigens hier bei Einzelspieler, da habe ich doppelte Feuerkraft, glaube ich, gemacht. Goldrausch, Magnoidlinie und jetzt kommt noch Rattental. Ja, ich glaube, die zeige ich euch kurz. Oder war es Kugelhagel? Warte mal. Ah ne, das hatten wir schon. Danach hatten wir doppelte Feuerkraft. Da habe ich unten
Und oben halt zwei Riesen hingesetzt, dahinter die Bogies. Dann bei Goldrausch. Da habe ich hier unten bei der Kanone zwei hingesetzt und da zwei, also Riesen und dann Bogies noch dahinter. Bei Maginot-Linie habe ich erstmal alle vier Riesen hierauf gesetzt und die Bogies dahinter. Die Riesen sind dann noch zu den Kanonen gelaufen. Hat alles super geklappt. So, dann machen wir nochmal einen letzten Angriff. In der Hoffnung, dass diesmal es klappt. Den muss ich einfach mitnehmen. Der hat so eine schlechte Base. Den muss man einfach mitnehmen. So. Oh nö, jetzt werden die Bogies angegriffen, oder? Nee. Die Bogies werden nicht angegriffen. Geil. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. So. Dieser eine kleine Bogie, der hier unten auf die Kaserne eindrischt. Und jetzt auf das Rathaus. Und hier oben auch 50% geschafft. Schaffst du, los. Noch ein Schuss und noch einer. Bumm, kaputt. Oh, Goldjagd, haben wir einen Stern bekommen. Und jetzt schnell, Kampf beenden. Spaß. Das Rathaus hat als letztes überlebt, also Respekt, wirklich. Erfolg freigeschaltet, Goldjagd. 5 Juwelen und irgendwie 10 Erfahrung. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst unbedingt eine positive Bewertung in den Kommentaren da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, denn bald kommt noch mehr davon. Also, bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann schon mit Rathaus Level 3. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.